Nur Kurzjubel hat der Fido Analyti können. Er schießt heute sein erstes Goal in der Super League. Aber, oh! Ein hohes Eich, oder ist das? Schöne Sache da, aber wir stehen noch, das ist vor allem das Wichtigste. Der setzt voll auf seinen französischen Außenverteidiger. Der Chef Baltermia hat ihn vor dem Spiel gefragt, was für eine Rolle denn der genau eingenommen hat in dieser Mannschaft. Ja, ja. Das ist ein intelligenter Spieler. Viele, die Bundesliga-Erfahrung hat, oder? Ich glaube, wenn man kann sagen, was fehlt, dann ist es wahrscheinlich genau das. Also die Erfahrung, die er hat können sammeln in der Bundesliga. Aber ja, wir hoffen, dass wir irgendwo wieder die Stabilität. Aber er ist einfach wirklich eine coole Sau. Die Super League kommt endlich in Fahrt. Ganze 21 Tore wurden in der 19. Runde erzielt. Doch auch die Windböen über der Schweiz nahmen übers Wochenende ordentlich Fahrt auf. Nope. Nope. Der Geitsch. Ja, der Föhnsturm wird stärker. Nope. Seit über 10 Jahren spielt Milan Gajic nun schon in der Schweiz. Vor dem Interview hat er jedoch immer noch ein wenig Bammel. Ja, er ist bei uns. Er hat gesagt, mein Deutsch ist nicht so gut. Dann habe ich gesagt, ja, mein Serbisch ist noch schlechter. Machen wir es jetzt gleich auf Deutsch. Milan Gajic, herzliche Gratulation zu dem Sieg über FC Zürich. Ja, danke vielmals. Gugus gsi, Gugus geblieben. Vom Auftritt der Liechtensteiner ist besonders Rolf Ringer begeistert. Mit dem Spiel im Rücken traust du einfach überall mehr zu. Wird natürlich auch nötig sein, wenn wir, wie der Mario Frick gesagt hat, wir sind heiß auf den Ligaerhalt. Und das wird er allen einimpfen. Das also ist grandios. Dein Vaduzer Dialekt ist grossartig. Heiß auf den Ligaerhalt. Wow, mega. Wahnsinn, oder? Bei Bluesport-Moderatorin Nathalie Barros hat unterdessen anscheinend ein unerwarteter Stimmbruch eingesetzt. Okay. Ist ja klar, dass wir ihn gerne zum Interview eingeladen haben und Nathalie Barros hat ihn getroffen. Jean-Pierre Nsamé, vous revenez après deux matchs de suspension. Es ist ein bisschen seltsam, ein bisschen absurd. Also, falls Sie sich fragen, das war nicht Nathalie Barros, sonst wäre da mit der Stimme etwas nicht ganz in Ordnung gewesen. Das war natürlich unser welscher Kollege. Und zu guter Letzt, wie läuft es eigentlich beim Schweizer Rekordmeister GC in der Challenge League? Minuten zu dieser Aktion kommen, am Schluss der Dominik Schmid von GC im Zentrum steht. Nein. Er trifft da, sage ich, sehr unglücklich. Shit. Corner, es ist doch ein bisschen leid geladen worden, da der Bonder. Nein. Bonder.